Gameboy-Time ist mal wieder da, heute mal in einer etwas anderen Form, denn das werdet ihr wahrscheinlich schon vielleicht im Laufe dieser Sendung bemerken, dass sich ein bisschen was verändert hat, aber dennoch geht es heute auch um ein Spiel. Buzz Lightyear wird der Hauptdarsteller dieses Spiels sein. Es nennt sich Captain Buzz Lightyear of Star Command, beziehungsweise einfach nur Buzz Lightyear Star Command. Und das spielen wir heute hier bei Gameboy-Time. Ja, und damit herzlich willkommen zu Gameboy Time am heutigen Dienstag. Ja, in einer bisschen veränderten Form, wahrscheinlich wohl wieder als sogenannter One-Taker nämlich. Also sprich, dass entsprechende Formate in einem Stück aufgenommen werden. Normal ist es so, dass bei Gameboy Time das etwas anders gemacht wird, aber wie ihr wahrscheinlich mitgekriegt habt, ich habe nämlich einen neuen PC. Da ist aber noch kein Videobearbeitungsprogramm drauf und das solltet ihr auch nochmal gerne von mir aus wissen. Ich begrüße euch zur heutigen Ausgabe von Gameboy Time an diesem Dienstag, die erste Ausgabe im März und der April steht nicht mehr weit. Warum freut sich der junge Mann, eigentlich so auf den April? Denn der macht nicht nur, was er will, denn da hat auch Gameboy Time Geburtstag und ich kann schon mal sagen, es wird irgendwie eine Art Special geben zu Gameboy Time nächsten Monat hier bei Dercho TV. Also haltet ruhig gerne mal die Augen offen. Solltet ihr aber euch interessieren für dieses Format, solltet ihr es zum ersten Mal schauen, dann empfehle ich den YouTube-Kanal von Dercho TV. Da gibt es nämlich weitere tolle und spannende Spiele rund um den Game Boy von Nintendo und das jetzt schon seit fast 5 Jahre. Das ist wirklich heftig und das immer wieder in einer gewissen veränderten Form. Ab heute mal ausnahmsweise mal wieder so als einzelnes Take, könnte man sagen. Beginnen wir direkt. Ich habe schon im Cold Opener erwähnt, es geht heute um Buzz Lightyear. Den Commander, den Captain kennt man ja aus Toy Story unter anderem. Und wer sich natürlich dann da auch mit beschäftigt hat, der weiß auch ganz genau, von wem ich denn auch hier rede. Das Spiel erschien 2001 für den Game Boy Color und ist damit auch, sagen wir mal, schon fast an der 20-Jahre-Marke, nämlich kleben geblieben, fast eigentlich, also in einzelnen Teilen. Erschien im Übrigen auch auf den Heimkonsolen, vor allem die, die zu dieser Zeit nämlich da waren, nämlich die Dreamcast von Sega und natürlich auch von der PlayStation 1. Also auch eine ganz besondere Sache, die es nämlich dort dann auch noch gegeben hat. Außerdem ist das Ganze auch für den PC erschienen, damals für Windows 2000 beziehungsweise auch für Windows 98. Doch was macht man in diesem Spiel? 7 Welten gibt es, 12 Levels dazu insgesamt und man muss mit seinem Space Ranger Team den fiesen Zerg aufhalten, der das Universum übernehmen will. Und dort gibt es im Spiel natürlich verschiedene Power-Ups, wo man unter anderem auch Raketen benutzen kann, Laserstrahl, Schilde zur Verteidigung und, und. Und das Ganze mit viel Spaß und mit den Charakteren aus Toy Story, was ja von Disney unter anderem gemacht wurde. Traveler's Tales hat die Gameboy-Version developed, gepublished hat das Ganze für die Gameboy-Version Activision. Bei der PC-Version war es im Übrigen nicht Activision, sondern Disney selbst. Und ja, das Ganze ist ein Action-Plattformer, also freut euch drauf, was es da dann noch so zu ge sehen geben wird. Da steigen wir auch jetzt direkt sofort ein, deswegen nicht lang schnacken, Kopf in Nacken und bereite nun auch alles vor, damit wir nun spielen können. Ich schnapp mir mein Gamepad und auf geht's in Buzz Lightyear. Ja, da seht ihr noch das Ganze, aber ich starte einfach mal von vorne. Musste auch die Musik etwas leiser machen, denn wie gesagt, ein bisschen ist auch hier mit der Technik alles neu arrangiert. Ist ja jetzt alles ein bisschen anders. Hier sehen wir es auch nochmal. Disney Interactive hat, wie gesagt, auch seine Finger im Spiel, weil das ja von Disney ist. Es ist ja ein Disney-Franchise, beziehungsweise Pixar, was ja noch mit dabei ist. Da haben wir es. Buzz Lightyear, Star Command. Drei Optionen haben wir direkt zu Beginn. Einmal die Credits, einmal natürlich das Start- und natürlich Passwortmöglichkeiten gibt es. Deswegen, wir haben noch nichts Credits. Da haben wir dann, wer alles nämlich auch noch mit dabei ist. Aber wir starten direkt sofort los. Und zwar nicht auf dem Planeten Joad.
Hier geht es los und dann können wir nun hier sehen, was passiert. Buzz Lightyear sieht aber auch sehr alt aus auf diesem Bild. Okay, Lightyear, es geht los. Du musst es ans Ende des Levels schaffen, ehe der Schurke entkommen kann. Mit den Münzen kannst du hilfreiche Waffen und Fahrzeuge kaufen. Sammle XRs Einzelteile, um auf und vergiss nicht, die Waffe mit der richtigen Farbe am Levelende einzusetzen. Lightyear, ein Braver auf Joette, hat Notruf gesendet. Schau mal dort vorbei. Okay, da haben wir es jetzt. Joette. Sieht auch sehr schön aus. Hoppala. So, mit Hoppala. Mit, ah, da. Hallo. Oh, meine Güte. Hier geht schon direkt sofort los. Wir müssen direkt weiter. Ne? So. Oh. Ah! Alter! Wir haben auch hier noch Herzen. Ja, also ich zeige das mal ganz kurz. Ihr seht es unten, wenn ich auf Pause drücke, steht da Verlassen mit dem B-Knopf. Was ich jetzt getan habe, was auch kompletter Schwachsinn war. So, jetzt aber. So, und da seht ihr es auch, dass wir gewisse Dinge hier einsammeln müssen. Was mit der Steuerung ein bisschen kacke ist. Ich weiß nicht, was da los ist. Die Steuerung ist ein bisschen schwammig, liegt aber wahrscheinlich am Emulator. Wie gesagt, ich musste leider auch jetzt den Emulator wechseln. Mit A schießt ihr mit dem Steuerkreuz, wechselt ihr auch von oben nach O, also geht ihr nach vorne, zurück und so weiter und so fort. Ne? Also, jetzt habe ich Raketen. Nice. So, komm hier. Bam, 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 bam. Ob das so spielt? Na gut, ich kann nur so nach vorne gehen. Das ist auch wieder was anderes. Das wechselt auch ab und zu mal ab. Das sehen wir auch hier mit den. Alter, komm her. Ballen! So. Schutzschild! Nice! So. Ah, jetzt haben wir wieder andere Waffen. Wechseln können wir die leider nicht. Doch, mit Select können wir sie wechseln. Ja. Alter. Mit Select können wir wechseln. So, dann gehen wir mal auch mal direkt hier weiter. Alter. So. So, ballern wir weiter mit A schön. Mit B springen wir im Übrigen, beziehungsweise aktivieren wir auch ja unser Jetpack, was wir da ja haben. Und wenn ihr halt seht, dass die. Boah, ich wechsle wieder. Oh. So. Meine Güte. So. Das ist immer hier so ein bisschen. Was haben wir? Oh! Quasi so ein Hoverboard, ne? Oh, meine Güte! Das ist jetzt auch wieder so schäbig schwammig hier. Ne? Gut, ich hoffe, es ist auf der Gameboy-Version nicht so. Ne? So. Ah, komm. Können wir jetzt hier alles wegballern? So, jetzt sind wir wieder auf der sicheren Seite. Komm hier. Bam. So, was kriegen wir jetzt? Oh. Okay, einzelne Sachen können wir anscheinend noch nicht verwenden. Oh, geht doch. So, und die Musik ist irgendwie aus. Keine Ahnung warum. So. Ah, Zeit abgelaufen. Wie? Zeit abgelaufen? Ich hatte eine Zeit? Okay, Mission gescheitert. Eieiei, ja gut. Ist ein bisschen schade, deswegen, ja. Mehr werden wir auch hier nicht sehen, weil ich weiß gar nicht. Dann starten wir einfach nochmal durch. Ne? Und machen das dann auch direkt. Ne? Komm, dann gehen wir direkt nach vorne, ballern hier alles weg und sammeln hier. Oh Mann! Geht doch. Alter! Ah ja, wir müssen ja den Feind hier folgen, ne? Deswegen. Komplett vergessen. Kann ich schon wechseln? Nee. Alter. Dürfen ihn ja nicht aus den Augen verlieren, ne? Deswegen. Ah! Ah! Komm schon! Alter! Haben wir zumindest so einen minimalen Schutzschild. Aber den kann ich nicht abschießen, ne? Muss ihm halt nur folgen, ne? Das ist die Sache, die ich hier machen muss. Ich habe auch schon fast kein Dingens mehr, ne?
Oh Mann. Hälfte ist auch schon bei 75. Na, ah, das ist ein Herz. So. Bin ich mal ausnahmsweise mal vor ihm. Oh Mann! Warum bleib ich an solchen kleinen Büschen stehen? Weiß das jemand? Hallo! Oh Mann! Ja, so, jetzt muss ich. Ah! Gehst mir auf den X. So, jetzt. Und. Oh. Alter. Da ist der. Nein! Reisen! Wow, das war ein riesiger Jump. Ne? Ah, guck mal. So, hab ich's jetzt geschafft? Ah, jetzt muss ich gegen ihn kämpfen. Super. Ne? Oh mein Gott. Schaffe ich das überhaupt? Ich weiß es nicht. Ne? Wo ist er? Die Waffen, die ich habe, die bringen ja gar nichts. Ne? Alter. Ich habe ihn noch nie einmal getroffen. Wow, jetzt einer. Ein Strich ist weg. Super. Oh Mann. Ich noch? Ich habe keine anderen Waffen, ne? Zwei Striche, das ist gut. So, nur noch ein Strich, dann haben wir ihn. Aber ich habe selbst auch nur noch 63 Energie. Sorry, wenn ich jetzt da nicht so arg agiere, aber ich will euch ja auch noch so ein bisschen zeigen, wie das Spiel auch so richtig funktioniert. So. Kann er mal umkippen? Er hat doch keine Striche mehr. Also keine Lebensbalken mehr. Oder muss ich jetzt auch noch drauf gehen? LOL, noch mehr! Oh Gott, ne. Was ist das für ein Spiel? Geht doch. Ich wollte gerade sagen. So. Da freut sich der Buzz Light hier. Dass er es geschafft hat. So, wie gesagt, ich habe halt nicht sagen können, was dann jetzt noch so abgeht, aber kurz erwähnt, mit A schießt man, mit B springt man, beziehungsweise setzt man sein Jetpack ein, mit den Steuerkreuztasten geht man nach vorne zurück. Man bewegt sich aber nicht nach links, nach rechts, das kritisiere ich so ein bisschen. Deswegen ist auch ein bisschen schade. Haben wir gerade noch mal kurz gesehen, Passwort und alles, was wir so geschafft haben. Jetzt kommt Flamar und da geht es um diese Feindin. Lesen wir uns jetzt nicht durch, wir schauen mal ganz kurz mal einfach mal rein. Deswegen nicht wundern, diese Frau müssen wir jetzt verfolgen. Ne? Deswegen nicht wundern. Genau dasselbe Spielchen wie halt beim letzten, jetzt im ersten Level. Ja, wir werden hier vollgeballert, können verschiedene Items bekommen, aber jetzt ist es diesmal etwas schwieriger geworden. Ne? Haben wir jetzt vielleicht bessere Waffen? Ne, haben wir nicht. So, jetzt müssen wir uns aber ein bisschen beeilen hier. Oh, ich laufe in jede Falle rein, ne? Gut, ich komm. Ach, du Jemine. Ja, genau. Oh, ja, genau. Oh, Mann. Ja gut, ich würde mal sagen, das ist dann auch genug für das Spiel. Ist halt nicht mehr viel zu sehen. Ist halt immer dann wieder dieselbe Technik, die dann dabei ist. Da würde man sich dann auch wieder mal gerne interessieren, wie es aussehen würde, wenn das Spiel gewissermaßen anders aussieht. Und zwar nämlich so anders, dass man sich darüber mal Gedanken macht, wie es auf der PlayStation oder halt auch auf dem Dreamcast wahrscheinlich aussieht. Auf dem Dreamcast wahrscheinlich schlechter als auf dem Gameboy. Ja, behaupte ich jetzt einfach mal so. Ich habe ja keine Dreamcast.
gehabt und auch nie besessen. Also, das ist irgendwie was anderes. Ja, habe mich jetzt auch nicht so auf die Interaktion mit euch konzentrieren können, deswegen tut es mir das ein bisschen leid. Aber was soll's? Ich hoffe, ihr findet euch damit ab, habt zumindest was vom Spiel gesehen. Meine Meinung zu dem Spiel, ja, ein bisschen ist die Steuerung schwammig, aber ich glaube, das liegt halt auch daran, dass ich auf einem Emulator spiele und halt das Spiel selbst so auf dem Gameboy sich etwas anders anfühlt. Ich habe es auch einmal mal irgendwann mal gespielt, aber das ist auch schon lange her. Also, wie gesagt, letzten 20 Jahre quasi. Aber dennoch, wenn ihr dieses Spiel selbst besitzen wollt, dann seid ihr nämlich hier richtig. Da habe ich es nämlich auch noch mal für euch bei Amazon für 5,99 plus Versand, beziehungsweise ab 5, 6 Euro gibt es das Ganze dann auch noch mal hier zu finden. Wie gesagt, auf vier entsprechenden Seiten bei Amazon. Bei eBay gibt es ebenfalls, da habe ich es einmal hier rausgesucht. Da gibt es auch den Link unten in der Videobeschreibung. 2 bis 3 Tage wird das Ganze entsprechend dauern. 4,90 kostet das plus Versand. Standardversand wird es wohl wahrscheinlich sein. Hier steht sogar Kosten. Das ist halt auch etwas Besonderes. Oder auch noch hier für 6,25, aber auch nur noch einmal auf Lager. Stand während dieser Aufzeichnung hier, seht ihr es bei sammelparadies.de, gibt es für 6,25 zuzüglich Versandkosten. Also, wenn ihr in Deutschland wohnt, ist es dann innerhalb von 1, 2 Tagen dann auch noch mal, beziehungsweise unten steht sogar 3 Werktage, also sogar auch noch besser. Warum auch nicht? Wie gesagt, ein interessantes Spiel und da wird es sehr, sehr viel Spaß machen, um das Ganze zu machen. Wer da ein großer Toy Story-Fan ist, wird da seinen Spaß damit haben. Nächste Woche gibt es hier bei Game Boy Time dann auch wieder eine Ausgabe und nächste Woche ist ja der 10. März und das bedeutet ja Mario-Tag. Genau, wenn ihr das nimmt, ne, March of 10th. Kann man als Wort Mario schreiben und beziehungsweise MAR und dann die 1 und die 0 Mario. Und nächste Woche wird es dann ein bisschen spannender zugehen. Und ich habe mir dann mal gedacht, wir haben ja schon eine Top 5 erstellt von Mario-Spielen. Deswegen werde ich mir nächste Woche dann mal überlegen, welches Mario-Spiel wir bisher nicht hatten. Daher, dass ich aber auch ein bisschen Probleme habe bei ein, zwei Programmen und Softwareprogrammen. Da entsprechende Gameboy-Spiele zu abzugreifen, wird das wahrscheinlich ein bisschen komplizierter. Ich lasse mir was für nächste Woche überlegen, aber ihr werdet sicherlich Spaß daran haben, wenn wir nächste Woche dann zum Mario-Tag, zum Super Mario-Tag, dann auch entsprechend noch was machen. Wie gesagt, Fragen zu den zum Spiel, beziehungsweise ja, Fragen zum Spiel kann ich jetzt so nicht beantworten, aber eure Meinung gerne zu dem Spiel oder Fragen zur Sendung könnt ihr auch in die Kommentare schreiben auf derchotv.de und natürlich auch auf YouTube. Da gibt es auch dann eventuell, beziehungsweise ihr könnt auch per E-Mail oder halt auch in die Kommentare Vorschläge reinschreiben, welche Spiele wir hier demnächst bei Game Boy Time präsentiert werden sollen. Dienstags immer um 18 Uhr auf derchotv.de und auf YouTube gibt es Game Boy Time hier zu sehen und im April gibt es dann auch noch eine besondere Ausgabe, wie gesagt, zum 5-Jährigen von Game Boy Time. Das war's jetzt erstmal für mich für heute. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Dienstag. Wir sehen uns nächste Woche hier bei Game Boy Time oder zu anderen Formaten hier bei Dercho TV auf YouTube, auf Twitch oder auf derchotv.de. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.